Ja, der Sommer ist da, die Sonne lacht und auch wir sind ganz spontan nach draußen gegangen, ins Grüne sozusagen, genießen ein bisschen das Sommerwetter und wollen uns heute um das kümmern, was bei vielen Familien zu Hause ansteht, nämlich Gartenarbeit. Und das im ganz weitesten Sinne. Dafür habe ich interessante Gäste da und eine hoffentlich spannende Sendung für euch. Seit vielen Jahren ist er ein begeisterter Hobbygärtner. Und neben seinem grünen Daumen fürs Gemüse kümmert er sich in seinem Garten um Hühner und Ziegen, um Enten, Gänse und Wachteln. Auf seinem YouTube-Kanal Arzgarten, da lässt er uns regelmäßig an seinen Gartenprojekten teilhaben. Und so ganz nebenbei studiert er auch noch Agribusiness an der Rhein-Waal-Hochschule. In diesem Jahr ist er sogar Verleger geworden und gibt seine eigene Zeitschrift heraus. Bodenständig heißt sie. Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen und ich freue mich, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Arthur Zillikens. Dankeschön. Ja, mit 22 Jahren ist er staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt und führt mit seinem Vater den Reumann-Bauernhof bereits in der sechsten Generation. Landwirt ist auch tatsächlich sein Traumberuf. Neben der Mastrinderhaltung ist der Reumann-Bauernhof vor allem bei den Jüngsten bekannt. Denn vor Corona haben etwa 7000 Kinder den Hof besucht, zusammen mit ihrer Schule oder ihrer Kindergartenklasse und hier ganz viel über Landwirtschaft und das Ganze drumherum erfahren. Heute sind wir bei ihm auf dem sogenannten Reubaho zu Gast. Was sich dahinter verbirgt, das kann er uns gleich selber erzählen. Vielen Dank dafür, dass wir kommen dürfen an Simon Reumann. Ja, gerne, hallo. Ja, Simon, wir sind auf dem Reubaho zu Gast. Was verbirgt sich denn hinter der Abkürzung? Ja, hinter der Abkürzung verbirgt sich Reumanns Bauernhof. Das war damals so die Überlegung, das abzukürzen, um dann einen Namen dafür zu haben. Ja, neben der klassischen Landwirtschaft habt ihr ja mit dem Projekt Räuberhof vor einiger Zeit angefangen. Was verbirgt sich genau dahinter? Ja, hinter dem Räuberhof verbirgt sich Lernort Bauernhof, naturpädagogischer Bauernhof. Das heißt, wie du schon sagtest, sind in Spitzenzeiten jährlich bis zu 7000 Kinder zu uns gekommen, denen wir dann mehr oder weniger spielerisch die Landwirtschaft beigebracht haben, im verschiedensten Programmarten, mit den Rinderfüttern, aber dann auch den Unterschied zwischen Stroh und Heu mal erklären, dass eine Kuh erst ein Kälbchen kriegen muss, damit sie überhaupt Milch gibt. Aber auch, dass eine braune Kuh kein Kakao gibt, sondern Milch. Und dass die lila Kuh auch nur eine Erfindung von Milka ist. Gehen auch viele Kinder noch von aus. Und teilweise fehlt da einfach das Wissen und das möchten wir weiterbringen. Und den Leuten halt die Landwirtschaft näher zu bringen. Jetzt seid ihr ja hier quasi im ländlichen Raum gelegen, in Geldern. Aber 7000 Kinder hat wahrscheinlich Gelder, nicht mal in der Altersgruppe. Wo kommen die denn überall her? Die kommen von ganz weit, also aus der näheren Umgebung. Ruhrgebiet kommen einige her. Da ist eigentlich mehr oder weniger fast der größte Kundenstamm her. Natürlich auch hier aus der Umgebung, aber ja, gerade aus den größeren Städten hier in der Umgebung ist es hier eine gern gesehene Attraktion, um mal raus aus der Stadt, aufs Land zu kommen. Ja, jetzt habe ich gerade schon in der Vorstellung gesagt, du bist noch relativ jung und hast mir im Vorgespräch gesagt, Landwirt ist dein Traumberuf. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das wahrscheinlich schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn man das sagt. Ich weiß nicht, welche Reaktionen kommen so von dir, wenn du anderen Leuten dich vorstellst, die du noch nicht kennst, bist du außerhalb vom Freundeskreis und erzählst, ich bin Landwirt. Ja, das ist von den Reaktionen her eigentlich sehr offen. Von krass hätte ich jetzt nicht gedacht, bis hin, da braucht man eine Ausbildung für, wo ich mir denke, ja, natürlich, das wird einem ja auch nicht in die Wiegschale gelegt, nur weil man beim Bäcker geboren ist, kann man das ja auch nicht, das Handwerk. So ist es in der Landwirtschaft auch. Für mich stand eigentlich schon in der Grundschule fest, dass ich Landwirt werden will. Ich habe mich dann durch Praktikas, aber auch noch, ja, mal umgeguckt, andere Berufe, mir wurde es nicht aufgezwungen. Ja, ich habe mich letztendlich doch dafür entschieden und ja, bis jetzt bereue ich es noch nicht. Das hört sich gut an. Jetzt ist natürlich die Sparte Räuberho, also Kinder, so Natur und im pädagogischen Umfeld die Landwirtschaft beizubringen, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Metier. Wie bist du da so reingewachsen? Wer macht das so bei euch? Ja, meine Mutter, die ist Sozialpädagogin, durch das Erlernte von meiner Mutter.
dann den Kindern das beigebracht. Ja, das ist natürlich was anderes, als wenn man sich mit einem Erwachsenen unterhält. Was begeistert die Kinder denn am meisten, wenn sie zu euch auf den Hof kommen? Ja, die Tiere und die Fahrzeuge, mit denen die hier rumfahren können und einfach der Platz, also hier, sich hier austoben zu können, was sie dann teilweise in der Stadt so gar nicht können. Das hat man manchmal das Gefühl, ist so das, was den Kindern eigentlich am meisten Spaß macht. Der Rest ist Nebenprogramm, einfach ja, sich hier austoben können, den Platz zu haben. Gibt es irgendwie so einen Klassiker, den alle Kinder wissen wollen? Nee, eigentlich, man ist auch immer wieder unterschiedlich. Von Schulklasse zu Schulklasse hat man sehr interessierte Kinder dabei, bis Kinder, die ja weniger interessiert sind und dann nachher aber doch Feuer und Flamme dafür sind, was wir hier machen oder was sie gemacht haben. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das ist interessant für mich, für meine Klasse, für meine Kita-Gruppe. Während Corona ist wahrscheinlich ein Besuch auf dem Hof nicht möglich, aber wir blicken ja alle hoffnungsvoll in die Zukunft. Was muss man machen, um bei euch so eine Führung, so eine Aktivität arrangieren zu können? Ja, einfach auf unserer Internetseite räuberhof.de mal reingucken. Da steht auch detailliert beschrieben, was wir alles anbieten. Und dann einfach anrufen und dann gucken wir natürlich auch bei einer telefonischen Beratung, was wir da, ob wir einen freien Termin haben. Und dann ist jeder herzlich willkommen. Ja, vielen Dank fürs Erste, Simon. Bitte. Ja, es ist ein schwerer Schritt jetzt von der Landwirtschaft zu der kleinteiligeren Gemüselandwirtschaft zu kommen. Neben mir sitzt der Arthur. Ich habe dich vorgestellt, gesagt, du bist schon ganz, ganz viele Jahre unterwegs im Bereich von Gärtnern. Ja. Aber in diesem Jahr hast du ein ganz besonderes Jahr vor dir oder hast es schon begonnen. Bodenständig, deine erste Zeitschrift ist auf dem Markt. Ja, genau. Wie ist denn dazu gekommen, eine Zeitschrift rauszugeben? Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, mache ich eigentlich Gartenvideos auf YouTube. Da erzähle ich halt alles über den Gemüseanbau oder die Nutztierhaltung und so weiter und so fort. Und das ist halt schon immer größer geworden. Das mache ich jetzt schon viele Jahre. Und irgendwie habe ich dann gedacht, so, man müsste den Zuschauern auch mal was nach Hause schicken, was wirklich, was man in der Hand halten kann. Weil bei uns ist ja alles online. Man sitzt nur vorm Laptop und guckt auf den Bildschirm. Und dann dachte ich eigentlich, das wäre mal ein ganz cooles Projekt, so eine Gartenzeitschrift rauszubringen. Vor allem halt auch mit vielen Artikeln von anderen Garten-YouTubern, dass wir dann halt so in diesem Format einfach mal die Leute ja, ansprechen können. Ja, ich habe hier so einen Bodenständig vor mir liegen. Ich habe es natürlich auch schon durchgeblättert. Wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe alles gelesen. Da ist ja wirklich informativ quasi alles dabei. Vergleiche, ganz, ganz viele Tipps. Ist es jetzt so eine Fachzeitschrift oder kann der Otto Normalverbraucher da auch was mit anfangen? Ja, also es ist von Leuten geschrieben, die vom Fach sind, aber für Leute, die halt einen Hobbygarten haben. So, ich habe sehr viele Interviews geführt mit Gärtnereien, wie gesagt mit anderen Garten-YouTubern, die wirklich Ahnung haben und das alles ja, zusammengeschrieben, aber halt speziell für den Hobbygärtner. Also, dass man alles zu Hause anwenden kann, Inspirationen bekommt für den Garten. Ja. Jetzt ist ja, glaube ich, in den Zeiten von Corona, wo man viel Zeit zu Hause verbringt, vielleicht auch einfach der Garten nochmal in den Fokus gerückt. Man kommt ja nicht viel rum, man kam nicht viel rum, hat dann vielleicht einfach zu Hause die Gelegenheit ergriffen zu Gärtnern. Was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt grundsätzlich sagen, ja, ich habe hinten Fläche hinter meinem Haus, ich möchte auch mal meinen eigenen Salat ernten. Wie viel Know-how muss man mitbringen? Ja, also man muss sich schon ein bisschen belesen. Dafür ist ja zum Beispiel die Zeitschrift gut. Aber ich gebe halt immer den Tipp, dass man klein anfangen sollte, weil wenn man dann auf einmal ein großes Beet umgräbt und alles Mögliche anpflanzen will und nichts klappt, dann hat man halt im nächsten Jahr in der zweiten Saison keine Lust mehr. Deswegen kleinen Anfang, vielleicht ein kleines Hochbeet bauen oder kaufen, kann man ja auch schöne kaufen und damit einfach starten und sich langsam rantasten so und dann halt immer ein bisschen erweitern. Ja, ich habe gerade so einen Artikel hier gelesen, da steht halt, wie wichtig ist, die richtige Erde überhaupt ins Beet, ins Hochbeet oder in den Garten zu bringen. Das sind alles Tipps, die man auch leicht umsetzen kann? Ja, auf jeden Fall. Man muss halt ein paar Sachen beachten. So zum Beispiel sage ich immer, dass man Pflanzen auch düngen muss, weil wir Menschen brauchen ja auch Nahrung zum Wachsen und zum Überleben. Und so muss man halt zum Beispiel auch düngen. Das ist immer ganz wichtig, so ein Anfängerfehler, den einige machen, halt gar nichts zu geben oder ausgelaugte Erde den Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Und das bringt dann halt nicht so viel.
Ja, vielleicht zum Thema Düngen, das ist auch ganz wichtig. Bei deiner Zeitschrift sind tatsächlich nur Artikel drin. Das heißt, nur ist in dem Sinne ganz positiv. Es gibt keine Werbung in dieser Zeitung. Genau, das war mir sehr wichtig. Ich mache ja alles selber. Ich stehe unter keinem Verlag oder irgendwie sonst was, bin an nichts gebunden und wollte halt die Leute nicht mit Werbung bombardieren. Einfach nur reine Artikel zur Verfügung stellen und reines Wissen, weil ich kenne das ja selber. Man blättert durch Zeitschriften und irgendwie sind alle Seiten nur mit Werbung voll. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und ja, deswegen habe ich das jetzt so gemacht und finde das eigentlich auch ganz gut. Ja, neben den Gartentipps habe ich da auch die Vierhornziege kennengelernt. Ja. Ist das wahrscheinlich nicht so das gartentypische Tier, was ich zu Hause halte? Vielleicht ein Kaninchen oder ein Huhn ist gerade im Trend, aber es hat auch eine besondere Bewandtnis mit der Vierhornziege. Ja, genau. Also die ist sehr, sehr selten. Ursprünglich kommt die aus Österreich. Und der Artikel ist in der Zeitschrift zu finden, weil die steht bei der Wildtierhilfe viel. Und die sind, ja, oder an die gehen 50 Cent pro Zeitschrift. Und ja, dann habe ich einige Artikel über die geschrieben, dann auch über die Vierhornziege, weil die mir besonders ins Auge gestochen ist, weil ich selber Ziegen habe und sowas vorher noch nie gesehen habe. Fand ich ganz witzig. Also auch solche Sachen findet man da, ja, alles Mögliche halt. Ja, hochinteressant. Jetzt natürlich die allerwichtigste Frage, wo findet man denn bodenständig überhaupt? Ja, die findet man hier regional, zum Beispiel auch hier beim Räuberho in dem Hofbütchen, aber auch natürlich im Internet online, dass man die bestellen kann unter arz-garten.de. Ja, ist ein prima Ding, kann ich euch nur empfehlen. Schreibt uns dem Arthur eine E-Mail, bestellt euch die Zeitschrift Gärtner zu Hause los. Ihr werdet jede Menge Spaß haben und hier drin jede Menge Tipps finden. Ein paar andere Werbetipps gibt's jetzt und wir melden uns gleich nach der Werbung wieder. Bei Amazon denken wir, dass Großes Gutes bewirken kann. Über 40.000 deutsche Firmen verkaufen täglich ihre Produkte über Amazon. Wir begleiten sie bei der Digitalisierung. Und das hat bis heute schon 150.000 Arbeitsplätze in Deutschland gesichert. Wie diese hier. Im Paulanergarten. So, Claudio, und heute führen wir dir in eine jahrhundertalte bayerische Tradition ein. Claudio, das Münchner Hell. Paulaner Münchner Hell. Was saugute Tradition. Das erfrischend süffige Original seit über 125 Jahren. Hier liegst du richtig. Top-Smartphone in der 5-Ornet Flat Go mit 5 GB ab 19,99 monatlich. Mit feinstem LTE im besten Vodafone-Netz. Jetzt auf 5.de. 5 auf alles. Ja, herzlich willkommen zurück hier im Garten vom Räuberho in Geldern, wo wir uns ganz gemütlich draußen hingesetzt haben, um euch zu Hause ein paar Tipps zur Gartenarbeit, zur Landwirtschaft und zum Räuberho-Besuch zu geben. Ja, die beiden Gäste, die ich heute hier habe, die verbindet nicht nur, dass sie heute meine Gäste sind, sondern die haben ein gemeinsames Projekt auf den Weg gebracht, nämlich den sogenannten Saisongarten. Was man sich darunter vorzustellen hat, das zeige ich euch jetzt mal mit ein paar kleinen Bildern. So, neben mir steht jetzt der Frederik mit einer großen Gießkanne in der Hand und sorgt dafür, dass das hier gut wächst. Was? Auf was freust du dich denn am meisten? Was isst du am liebsten? Heißes Blut. Ist ja ganz viel zur Auswahl. Was magst du gerne? Salat? Mhm, ja. Und was hast du noch neben den Salat gepflanzt hier? Was muss noch gegossen werden? Erdbeeren. Ja, dann gieß doch mal die Erdbeere, Frederik, dass sie auch gut wächst. Und was wächst da noch neben der Erdbeere? Weißt du das auch? Frühlingszwiebeln. Und magst du die gerne, die Frühlingszwiebeln? Ja. Dann gib denen auch mal ein bisschen Wasser, oder? Ich komme jetzt zu dir, Oskar. So, neben mir, da ist jetzt der Oskar fleißig.
Und was machst du denn gerade, Oskar, am Beet? Haken. Und ist das wichtig, dass das gut wächst? Ja. Weißt du denn auch, welche Pflanzen da vor dir wachsen? Ich kann das schon lesen auf dem Schild, aber weißt du, was das hier für lange Stängel werden? Nein. Nein? Was wird es denn? Zwiebel. Zwiebel. Und magst du gerne Zwiebeln? Ja. Hast du denn auch schon etwas gegessen, was hier im Garten wächst? Nö. Nee, das heißt, ihr müsst alle noch ein bisschen warten und arbeiten. Macht es denn Spaß, in so einem Garten zu arbeiten? Ja. Ja? Und auf was freust du dich am meisten? Was magst du besonders gern? Salat. Salat. Wo wächst denn der Salat hier? Oh, der grüne Salat. Und meinst du, die Zwiebeln können auch dazu dem Salat passen, wenn man das nachher erntet? Ja. Und du bist der? Moritz. So, du siehst ja auch schon gut ausgestattet aus. Handschuhe hast du an. Was musstest du denn heute schon arbeiten hier? Gurken einpflanzen. Gurken einpflanzen. Magst du denn auch gerne Gurken? Ja. Hast du schon etwas gegessen, was ihr im Garten geerntet habt? Radieschen. Oh, Radieschen. Aber die sind scharf, oder? Ja. Du magst aber scharfe Radieschen. Ja. Kannst du den Leuten denn mal beschreiben, wie so ein Radieschen aussieht? Rot und innen weiß. Und wie groß ist so ein Radieschen? Zeig uns das mal so ungefähr, wie groß ist so ein... So groß kann ein Radieschen sein. Okay, hast du das so im Mund gesteckt oder wird das noch zubereitet? Ich habe das gekaut. Kaut. Hast du das klein geschnitten oder so eine ganze Kugel? Da haben sie auch eine ganze Kugel reingesteckt. Oh, und das war nicht scharf im Mund? Nachher war es schon ein bisschen scharf. Auf welches Gemüse freust du dich denn? Was möchtest du denn nur gerne noch bald ernten und essen? Das muss weitergehen, weil da kommen miteinander... Kartoffeln! Kartoffeln. Und wo wachsen die Kartoffeln hier? Da sind die Kartoffeln. Was kann man denn aus den Kartoffeln machen? Pommes. Pommes. Das heißt, du sorgst dafür, dass hier Pommes wachsen? Ja. Was brauchen die denn alles, die Kartoffeln zum Wachsen? Wasser. Sonne. Super. Also Sonne haben wir, aber haben wir denn auch Wasser? Ja, in den Gießkannen. Wer ist denn fürs Gießen zuständig? Ich. Ja, dann schnapp dir doch mal schnell eine Gießkanne. Ich das da drauf mache, mich brauchst du nicht gießen. Ich bin schon groß genug. So. Das ist schwer wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt sind ja hier ganze Familien schon aktiv mit Fahrrad angereist heute. Was macht es denn aus, selber zu gärtnern? Ich glaube, das Besondere ist, das ist ein Projekt, wir haben alle Gärten. Jeder fragt sich, warum machen wir das nicht selber im Garten, aber ich glaube, das ist so gerade jetzt unter Corona-Zeiten einfach nochmal so ein was Besonderes, einfach mal rauskommen, gerade auch für die Kinder. Ich meine, der Oskar und der Frederik, die haben ja auch ein Hochbeet jetzt im Kindergarten gekriegt, aber denen das auch mal zu zeigen, wie wird angepflanzt, was für Pflanzen gibt es, wie sehen die aus. Viele Kinder wissen es überhaupt nicht mehr, wie sieht eine Kartoffelpflanze aus. Ja, und das ist so, glaube ich, so der Hintergrund. Und dass man halt rauskommt. Gerade jetzt, wo das Wetter wieder besser wird. Also wir haben uns jetzt, ich glaube, seit März jeden Samstag getroffen. Vorher immer schön zum Corona-Test und dann zusammen hierhin. Macht Spaß. Das heißt, Gärtnern ist jetzt auch ein Stück weit ein Event geworden. Bis jetzt ein kleines Event. Als wir damals das erste Treffen mit dem Arthur hier hatten, habe ich ihm gesagt, es wird zwangsläufig darauf hinauslaufen. Wenn Corona vorbei ist und es zulässt, dann wird hier nachher gegrillt und man sitzt nachher gemütlich zusammen und es wird ein Bier getrunken. Halte ich auch noch dran fest an dem Glauben. Aber es ist wirklich, also es ist für die Kinder schön, die Kinder können in die ganzen Stallungen reingehen und sind da beschäftigt. Ja, und es macht Spaß. Eine coole Sache, Kinder und Familien gärtnern zusammen hier in dem sogenannten Saisongarten. Erzählt mir doch mal, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? Ich mache ja die Gartenvideos und wollte einfach mal persönlich mit den Menschen Kontakt aufnehmen und das persönlich weitergeben, das Wissen. Und diese Idee hatte ich schon lange, aber ich habe natürlich zu Hause nicht so viel Platz, dass ich das bei mir hätte machen können. Und so haben wir schnell zusammengefunden und machen jetzt den Saisongarten zusammen, weil Simon hat den Platz. Und ich kümmere mich so ein bisschen um die Leute und das passt ganz gut. Ja, und das passt ja auch bei uns mit in das Räuber-Hoch-Konzept mit rein. Von daher sind wir da relativ zügig,
hatten wir da einen Plan und sind zusammengekommen und haben das Projekt dann gestartet. Ja, jetzt habt ihr ja ein wunderbares Gelände im schönsten Sonnenschein von Geldern abgesteckt. Und wie leicht war es denn, an Familien zu kommen, die überhaupt Lust haben, selber in der Erde zu wühlen, sich die Hände dreckig zu machen und den Salat nicht beim Discounter günstig zu kaufen? Ja, eigentlich viel Überzeugungsarbeit leisten mussten wir nicht. Es war nach anfänglichen Startschwierigkeiten, wo sich echt viele gemeldet haben und sich das dann, glaube ich, nochmal anders überlegt haben, haben wir jetzt 12 Flächen verpachtet und Arthur seine, die er selber hat, ist die 13. Und ich finde, das fürs erste Jahr ist es ganz gut angelaufen. Ja, wir reden gleich noch weiter mit den beiden über den Saisongarten, aber auch hier im Garten haben wir heute Besuch. Sein neuer Song ist sowas wie eine Liebeserklärung an seine Lebensgefährtin. Die beschwingte Melodie lädt zum Tanz im Sommer ein und der Text ist seine Botschaft an alle Paare. Stellt euch nicht bei jeder Schieflage die Beziehung in Frage, denkt vielmehr an die schönen Momente zu zweit. Sein neuer Song verrät, Susanne heißt, so viel im Leben. Hier ist für uns Uli Haider. Susanne heißt so viel im Leben, unsere Zeit, die kann uns keiner nehmen. Die Welt steht für uns offen, diese Welt ist wunderschön. Große Liebe, wenn man sie erlebt, das sollten alle leben, denn ohne Liebe ist man so allein. Ich halte still. Und es ist keine Fantasie, ich leb doch nur für sie. Das Mädchen meiner Träume, sie heißt Susanne. Ja, ich habe mich ja selber davon überzeugt, den Familien vorhin mal über die Schultern geschaut, wie sie ja zusammen gärtnern, mit wie viel Engagement die Eltern, aber auch die Kinder dabei sind. Was ist denn so eure Erfahrung? Bleiben die Kinder bei der Stange, wenn wir hier samstags antreten und den Garten haken, wässern und Unkraut zupfen müssen? Also am Anfang ja, aber später findet man die dann hinten im Stall bei den Tieren.
das ist dann doch oft interessanter. Aber jetzt letztes Wochenende und davor konnten die ersten Sachen geerntet werden. Dann waren die natürlich auch wieder dabei, haben die Radieschen direkt vom Feld gegessen. Und das finden ja schon spannender als Unkraut zu hacken. Aber dafür sind ja die Eltern da und die machen das wirklich mit Begeisterung. Das war eigentlich kein großes Problem, Familien zu finden, obwohl man denkt, hier so im ländlichen Raum haben vielleicht viel mehr Familien Gartenflächen zur Verfügung zum Beackern als zum Beispiel in der Großstadt. Wie ist so eure Erfahrung? Was hat so eine Familie davon, am Wochenende hier rauszufahren und zu ackern auf dem Gartengelände? Ja, also klar, wie du sagst, viele haben ihren Garten, weil wir hier ländlich wohnen, aber die einen wollen vielleicht ihren schönen Rasen dann auch nicht umgraben, um dann Gemüsebeet hinzupflanzen. Aber anderen fehlt dann natürlich auch das Wissen, was wir hier unter anderem mit vermitteln. Und ja, der Ausflug dann hier mit Tiere gucken und allem ist natürlich auch dann ein Erlebnis für die Großen wie für die Kleinen. Jetzt ist ja in einigen Gärten schon einiges gut geschossen. Genug Regen hatten wir in den letzten Wochen. Sonnenschein kommt jetzt dazu. Wie ist die Auswahl zustande gekommen? Welche Familie welches Gemüse pflanzt? Also am Anfang der Saison habe ich für jede Familie oder für jede Parzelle eher gesagt eine Kiste vorbereitet mit Jungpflanzen und Saatgut, was halt am Anfang ging. Und das konnten die dann auspflanzen und nach biete ich halt auch immer saisonale Sachen an. Also jetzt zum Beispiel können Paprikas, Gurken, Zucchinis ausgepflanzt werden, weil es ja jetzt doch schon langsam wärmer wird. Und das stelle ich alles zur Verfügung zur richtigen Zeit. Aber die Leute können natürlich auch selber zu Hause was anpflanzen und mitbringen oder einkaufen. Also ist ganz gemischt. Jetzt gehört ja auch zu eurem Konzept, dass die Familien hier alles vor Ort finden. Das heißt, es gibt dann Schuppen, wo Geräte drin sind, alles, was man braucht. Gießkanne, Wasser, alles vorhanden? Ja, genau. Hier hinter uns ist die Hütte. Die haben wir selbst gebaut oder habt ihr selbst gebaut. Und da ist alles drin, was man braucht. Wasser steht an der Fläche. Ja. Gut, jetzt habe ich gerade von Simon schon gehört, eigentlich sind ja alle Parzellen jetzt voll. Wenn jetzt Familien sagen, Mensch, klasse Sache, ich möchte auch gartenaktiv werden, was kann ich tun, um an eine Parzelle bei euch zu kommen? Ja, also wenn jetzt nur spontan einer sich entschließt, er hätte da doch noch Lust zu, einen Garten zu mieten, zu pachten, dann kann er natürlich gerne mit uns in Kontakt treten. Das steht auch auf unserer Internetseite, wo man dann die Kontaktdaten von mir und vom Arthur hat. Dann können wir gucken, ob wir vielleicht da noch irgendwie eine Parzelle schaffen. Und sonst wollen wir auf jeden Fall ins nächste Jahr gehen. Und da sind wir auch um jeden froh oder freuen uns über jeden, der mitmachen möchte. Ist das eigene Gärtnern jetzt so Corona-bedingt ein Modetrend dieser Corona-Zeit oder glaubt ihr, das trägt sich auch weiter? Ja, also durch Corona natürlich auch. Die Leute waren mehr zu Hause, hatten mehr Zeit. Dadurch gab es nochmal so einen kleinen Schub, denke ich mal. Aber in den letzten Jahren ist das ja eh schon immer mehr geworden und wird sich jetzt auch noch in der Zukunft noch ja, verstärken, sage ich mal. Also da gucken wir positiv in die Zukunft, dass das immer mehr an Anklang findet. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Anregungen zu Hause zu geben. Ihr könnt euch eine Parzelle beim Räuberhof buchen und selber gärtnern. Ihr könnt aber auch zu Hause auf dem Balkon die Erdbeerpflänzchen selber hochziehen. Vielleicht fangt ihr auch mit Schnittlauch und Kresse an. Das wächst garantiert immer. Bei Kohlrabi und Kartoffeln wird es am Balkon, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber Cherrytomate geht vielleicht auch noch. Ja, all mein Wissen habe ich aus Bodenständig. Daran möchte ich noch mal erinnern. Wunderbare Zeitschrift. Schaut mal rein, wenn ihr Lust und Laune habt, auf die Seite von Arthur und vom Räuberhof. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Inspiration gegeben. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal alle wiederzusehen. Kommt gut in die nächste Woche, in den nächsten Monat und wir sehen uns wieder, ganz spontan.